Bilder, die das Ungewöhnliche zeigen, fallen auf. Genau auf diese Strategie setzt Pro Infirmis mit ihrer neuesten Plakatkampagne. Menschen ohne Beine, mit verstümmelten Armen oder geistig Behinderten werden schonungslos offen gezeigt. Diese kontrollierte Provokation soll sensibilisieren auf Mitmenschen, die sich im Alltag nicht behindern lassen. Tina Biedermann berichtet. Der Gerald Metro ist 37, ein sehr erfolgreicher internationaler Eishockeyspielervermittler und führt ein absolut selbstständiges Leben. Mit 2,5 Jahren hat er bei einem Zugunfall beide Beine verloren. Darum habe ich auch in dieser Kampagne mitgemacht, weil sie wollten auch Leuten, die vielleicht ein Beispiel zeigen, dass ein Behinderter zu sein, das ist mehr ein Image. Und genau das will die Kampagne, die Öffentlichkeit sensibilisieren. Ich bin auch jemand, ich kann alles, ich habe immer alles gemacht, was ich wollte in meinem Leben. So, ich meine, die Grenzen sind nur hier. Der Westschweizer hat viele Jahre Rollstuhlbasketball und Tennis gespielt, hat an Paralympics teilgenommen, reist für seinen Job um die ganze Welt, spielt klassische Gitarren und beherrscht 5 Sprachen. Mein physischer Aspekt bringt ein wenig Überraschung am Anfang. Auch viel Respekt, wenn sie meine Geschichte kennen, die Leute. Aber es ist normal. Am Mittag hat Pro Infirmis ihre Plakate zuerst mal den Medien gezeigt. Anwesend gewesen sind auch fast alle Models, die beim bekannten Fotograf Hannes Schmid vor der Linse gestanden sind. Es ist, denke ich, genau so geworden, wie so weit, wie ich gehen wollte. Ich denke, es ist ziemlich provokativ, aber ich glaube, das Motto ist gut und ich hoffe, es wird mindestens die Leute sensibilisieren. Und auch der zweifache Goldmedaillengewinner von den Paralympics Sydney, der Urs Kolli, gefällt sich mit seinem durchtrainierten Körper. Mitleid auf der Straße, ich glaube, das ist vorbei. Das war am Anfang, als ich frisch amputiert war. Da haben sie mich schräg angeguckt. Und heute gucken sie mich auch noch schräg an. Aber ich glaube, eher wegen der Folgen, die ich jetzt erreicht habe durch das. Pro Infirmis war sich von Anfang an bewusst, dass die Kampagne provokativ und eine Gratwanderung ist. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, es ist eine sehr gelungene, sehr eine schöne, ästhetische Form, Menschen mit Behinderung abzubilden. Und zwar so, dass eben nicht Behinderung im Zentrum steht, sondern ihre anderen Ressourcen. Und das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten bei dieser ganzen Sensibilisierungskampagne. Man hofft, dass das Klischee, dass Behinderte bemitleidenswert sind, endlich aus den Köpfen der Leute verschwindet. Die Macher und Models sind von ihrer Kampagne total begeistert. Auf was dass man jetzt noch gespannt wartet, sind aber die Reaktionen aus der Bevölkerung, wenn die Plakate dann ab Mitte Dezember in der ganzen Schweiz hängen. Aus der Gessner Allee Zürich für Tele24, Tina Biedermann.